Und wir kommen zum Sport. In diesem Moment konnte mein Kollege Marco Pahl kaum erwarten, denn er hat viel zu erzählen über die dritte Liga und den 12. Spieltag. So sieht's aus. Halle musste nämlich nach Paderborn und Magdeburg hatte Chemnitz zu Gast. Doch vor dem Duell mit dem CFC wurde es ziemlich emotional. Der Tod vom Magdeburger Fußballfan Hannes bewegt die Menschen in ganz Deutschland. Zu Ehren von Hannes, der bei einem Zugunglück ums Leben kam, gab es heute in der Landeshauptstadt einen Trauermarsch. Los ging es am Hauptbahnhof, dann zogen mehrere tausend Menschen auf der Route, die Hannes vor Heimspielen des FCM immer zurückgelegt hat, Richtung MDCC-Arena. Im Stadion gab es vor dem Anpfiff der Partie des FCM gegen Chemnitz eine offizielle Gedenkminute und eine besondere Choreografie der Magdeburger Fans. Dazu verkündete FCM-Geschäftsführer Mario Kalnick im MDR-Fernsehen, dass der 1.10. für die nächsten 10 Jahre ein FCM-Gedenktag sein wird. Ja, da fällt es verständlicherweise schwer, die Kurve zum Sportlichen zu bekommen. Doch auf die Fußballfans in Magdeburg wartete ein ganz besonderes Duell, nämlich das der momentanen Torschützenkönige der dritten Liga. Auf der einen Seite Magdeburgs Christian Beck und auf der anderen Anton Fink vom Chemnitzer FC. Und wir wollen natürlich wissen, welcher König landete heute den nächsten Stich? Magdeburgs Christian Beck im eigenen Stadion natürlich hochmotiviert. Sein stürmender Gegner auf der anderen Seite Anton Fink. Das Duell der Torjäger, Beck der Kopfballspezialist, ein Jahr jünger. Beide mit 7 Treffern, Fink der Freistoßkönner mit einer Torvorlage mehr. Wer ist heute der Bessere? 12. Minute, erster Wirkungstreffer, Fink, das 1:0 für Chemnitz, überhaupt der erste Torschuss der Gäste. Chemnitz übernimmt die Führung. Die Antwort von Beck wenig später. Der 1,95 Hühne im Alleingang, Endstation Kunz im CFC-Tor. Beck liegt im Torjägerduell hinten. 24. Minute, Schiller hält seinen Gegenspieler im Strafraum fest. 11 Meter. Und wer ist der Elfmeterschütze der Gäste? Richtig, Anton Fink. Seine Spezialität, ein ruhender Ball. Aber erst der Nachschuss ist drin. Fink ist es egal, er hat getroffen und sein Team führt zur Pause 2:0. Nach dem Wechsel der FCM besser, aber Fink beim ersten echten Konter der Chemnitzer mit Maßvorlage 3:0. Der Drops ist gelutscht. Denkste, sagt sich Christian Beck und steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Freistoß hammern und endlich kann Beck mal seine Qualitäten ausspielen. Das 1:3. Hoffnung keimt auf. 2 Minuten später macht Frahn diese aber wieder zunichte. 4:1 für den CFC. Ergebniskosmetik dann zum Schluss. So wie Slow trifft zum 4:2 Endstand. Magdeburg und Beck geschlagen. Das Duell der Torjäger geht klar an den Chemnitzer Fink. Eigentlich ist es mir egal. Ich rede nicht von Beck gegen Fink, sondern Magdeburg gegen Chemnitz. Weil hätte ich nicht getroffen und wir hätten 1:0 gewonnen, wäre mir auch recht gewesen. So ist natürlich 2 Tore für mich geworden und 4:2 gewonnen ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, er hat seine Tore gemacht und ist aber nicht wichtig für mich. Wichtig ist, dass wir heute nicht mindestens einen Punkt geholt haben. Und das ist sehr, sehr bitter. Jetzt müssen wir uns den Mund abputzen und das analysieren und dann wieder Gas geben. Chemnitz feiert, zieht am FCM vorbei, ist jetzt Tabellen-7. Magdeburg rutscht auf Rang 13 ab. Und Christian Beck, der liegt jetzt in der Torjägerliste hinter dem führenden Anton Fink auf Platz 2.